Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Ja, wir sind das Kinderstarkmachen-Team und ich bin Antje. Ich bin der Philipp. Ich bin Lisa. Und ich bin Dan. Ja, und Kinder stark machen, das ist die Mitmachinitiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Normalerweise sind wir immer in ganz Deutschland unterwegs, aber zurzeit gilt auch für uns, wir bleiben zu Hause. Und deshalb haben wir für zu Hause, für euch und eure Familie ein paar ganz tolle, starke Spielideen zusammengestellt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim Ausprobieren und Spielen zu Hause ganz viel Spaß habt. Denn Kinder stark machen, das steht für Teamgeist und es soll das Selbstvertrauen von Kindern stärken. Und falls eure Eltern jetzt noch Lust haben, ein bisschen mehr über Kinder stark machen zu erfahren, dann geht das ganz einfach auf unserer Homepage unter www.kinderstarkmachen.de. So, und jetzt geht's los bei uns, und zwar mit meinem lieben Kollegen Dan und unserem Begrüßungsritual. Ganz genau. Ich habe euch nämlich ein kleines Ritual mitgebracht, was wir jetzt immer an dieser Stelle machen können. Das Ganze ist ein Klatschrhythmus. Es gibt erst einen Dreier, dann einen Fünfer und abschließend einen Zehner. Wir beginnen ganz vorne mit dem ersten. Eins ist einmal in die Hände klatschen. Eins, zwei ist einmal auf die Brust und drei auf die andere Seite auf die Brust. Wir probieren es einmal alle gemeinsam. Achtung, eins, zwei, drei. Und direkt nochmal ohne Zählen. Los geht's. Als nächstes lernen wir den Fünfer. Der Fünfer beginnt immer auch mit den ersten drei Klatschern, die wir schon kennen. Und dann kommen noch zwei neue hinzu. Wir gehen durch. Achtung, eins, zwei, drei. Und die 4 ist einmal auf den Oberschenkel und die 5 auf den anderen Oberschenkel. Alle zusammen mitzählen, okay? Ich helfe euch. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, gar nicht so schwer. Als letztes kommt der Zehner. Auch der beginnt immer mit dem Fünfer, den wir schon kennen. Und dann kommen neue Bewegungen dazu. Ich zeige es euch. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt die 6. Einmal mit dem Fuß stampfen. 7 mit dem anderen Fuß, 8 auf die eine Seite der Hüfte und die andere Seite der Hüfte, das ist die 9. Die 10, wir springen in die Luft, klatschen in die Hände und stampfen mit den Füßen auf den Boden. Achtung, und 10. Perfekt. So, und jetzt machen wir noch einmal den Zehner, aber ohne Zählen. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Perfekt. Und am Ende kombinieren wir alles. Erst der Dreier, dann der Fünfer und zum Abschluss der Zehner. Ich glaube, sofort ohne Zählen, das schaffen wir. Achtung, los geht's! Klasse, das ist unser Begrüßungsritual und jetzt können wir weitermachen. Jetzt wollen wir uns zusammen warm machen. Bewegung macht fröhlich, ist das Motto. Und die erste Bewegung, Antje, ist ganz einfach. Laufe auf der Stelle. Mach ich vor? Das zeigst du einmal hier. Gut. Genau. Bisschen joggen, sehr gut. Wunderbar, das sieht dynamisch aus. Prima, sehr gut. Zweite Bewegung wären Kniebeugen. Also Arme nach vorne strecken. Alles klar. Zweimal nach unten. Eins und zwei. Die Lisa ist fit. Das sieht sehr gut aus. Und da jetzt einmal hier in die Mitte. Muckis anspannen. Links und rechts. Eins und zwei. Das sieht klasse aus. Ich hoffe, ihr habt zu Hause gut aufgepasst. Drei Abfolgen, laufen, Muckis zeigen, Kniebeugen. Wir fangen an mit der Kniebeuge. Dann laufen wir auf der Stelle und dann kommen die Muckis. Und Achtung, die Musik, die wird immer ein bisschen schneller. Also in Position, Arme nach vorne und wir sagen Musik ab. Bewegung macht fröhlich. Laufen auf der Stelle und die Muckis. Und die Kniebeugen. Sehr gut. Ja, wunderbar. So geht's ja. Achtung, schon ein bisschen schneller. Sehr gut, Lisa. Gelobt hier, sehr gut. Und auch noch zu. Dann, ja, wunderbar. Und schön runter, Antje. Ja, sehr gut. Gib mir heute Mühe. Bin schneller. Und noch schneller. Wer hält noch durch? Ah. Ist ungefähr Halbzeit. Oh, schnell, Philipp. Ihr seid großartig. Wer kann noch? Die Beine und die Arme. Oh.
Einmal tief durchatmen, Beine ausschlagen. Wir laufen auf der Stelle. Es geht noch weiter. Ganz entspannt. Und die Kniebeuge. Zeig mal die Muckis. Und Achtung, großes Finale. Ganz flott. Und. Endspurt. Hi. Er kann noch. Halte durch. Jetzt sind wir außer Atem, aber ich glaube, der Dan hat noch Kraft. Mit dem geht's jetzt weiter. Hallo und willkommen zu meiner kleinen Jonglierstunde. Ich zeige euch jedes Mal einen kleinen Trick, den ihr ganz leicht zu Hause nachmachen und ausprobieren könnt. Dafür braucht ihr entweder einen Jonglierball, und wenn ihr keinen habt, dann nehmt ihr einfach eure zusammengeknüllten Socken. Ich nehme jetzt schon mal die Socke. Der erste Trick heißt das Trampolin. Ich zeige ihn euch einmal vor und dann gehen wir kleinschrittig durch. Achtung! Was passiert? Für den ersten Teil müsst ihr den Ball hochwerfen. Ihr nehmt dafür eine Hand oder beide, das spielt gar keine Rolle. Ab dem Moment, wo der Ball in der Luft ist, schnappt ihr euch euer T-Shirt mit zwei Händen und versucht, den Ball im T-Shirt zu fangen. Das sieht dann so aus. Hochwerfen und fangen. Für den nächsten Schritt, also für den Trick bereits, das Trampolin, spannt ihr euer T-Shirt im richtigen Augenblick. Ihr dürft auch gerne mit den Knien ein bisschen nach oben gehen, um so den Sockenknäuel noch einmal nach oben zu drücken und beim zweiten Mal dann wieder im T-Shirt aufzufangen. Ich zeige euch einmal alles vor. Wer jetzt wirklich eine Herausforderung sucht, der kann ausprobieren, wie oft schafft ihr es, diesen Sockenknäuel von eurem T-Shirt hochspringen zu lassen. Also wie oft schafft ihr das Trampolin? Ich guck mal, wie oft ich es schaffe. Ui, drei, ganz schön knapp. Aber vielleicht seid ihr ja besser und könnt damit morgen oder übermorgen eure Familie überraschen. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Für das heutige Spiel braucht ihr nichts anderes als Papier, einen Stift und einen Kochlöffel. Denn es soll darum gehen, mit dem Kochlöffel bei ihm auf den Rücken zu malen. Und derjenige muss dann das, was er hinten auf dem Rücken spürt, wieder auf einen Zettel malen. Wir haben das Ganze jetzt einfach mal so aufgebaut. Ich mal bei Antje auf den Rücken und Philipp mal bei Dan auf den Rücken. Ich habe mir schon Sachen überlegt, die Philipp und ich auf den Rücken malen werden. Und ich zeige einfach mal das erste Bild. Dan und Antje, ihr dürft noch nicht gucken. Philipp und ich werden das jetzt malen. Philipp? Probieren wir mal. Los geht's mit dem Kochlöffel auf den Rücken. Antje, bereit. Wir malen immer nur ein einziges Mal. Es darf dabei nicht erklärt werden. Und jetzt müssen Antje und Dan das malen, was wir gerade hinten auf den Rücken gezeichnet haben. Antje, was hast du gemalt? Ich habe ein Herz gemalt. Dan, was hast du gemalt? Ein Mond. Es war ein Herz. Ah, okay. Aber wir haben noch mehr Versuche. Wir probieren es einfach direkt nochmal. Gar nicht so einfach. Okay. Philipp, für uns. Ja. Dan, nicht gucken. Ja, ja, ja. Sorry, ich habe nichts gemacht. Für euch zu Hause. Dan, ich mache mal die Augen zu. Dann finde ich es einfacher irgendwie. Achtung, neues Bild. Ich bin gespannt, ob die beiden das diesmal hinbekommen. Wenn ihr zu Hause einfach eine größere Familie seid, könnt ihr natürlich auch mehrere Stationen hintereinander machen. Und dann malt einfach der Nächste wieder bei dem anderen auf den Rücken und nur der Vorderste malt das Ganze auf ein Blatt Papier. Dann, Antje, was habt ihr gemalt? Ein Smiley. Ja. Mann, die sehen sich aber ziemlich ähnlich. Super. Das hat hervorragend geklappt. Kommen wir zu unserem dritten Bild. Okay. Das sieht schwer aus. Das sieht schwer aus. Ich bin gespannt, ob die beiden das auch hinbekommen. Bereit? Ja. Drittes Bild. Keine Ahnung.
Was könnte das wohl sein? Die beiden sind ganz schön am Überlegen. Muss ich schon fertig sein? Es sieht auf jeden Fall sehr unterschiedlich aus. Dürfen wir schon? Ja, zeig mal, was ihr gemalt habt. Ein Stuhl. Sehr interessant. Was hast du gemalt? Das sieht im Ganzen zumindest schon mal relativ ähnlich. Es ist die Zahl 37 gewesen. Ihr könnt natürlich alle möglichen Zahlen einfach benutzen oder auch Buchstaben und ganze Wörter schreiben. Wir kommen noch zu unserem vierten Bild. Eine Chance habe ich noch. Philipp, für uns. Jawohl. Das war aber auch echt schwer. Für euch zu Hause. Auch noch mal eine große Herausforderung. Letztes Bild. Okay. Nicht so gut? Schön, dass es auf jeden Fall wieder sehr unterschiedlich geworden ist. Zeigt mal eure Bilder. Es war das Haus von Nikolaus. Sehr gut. Ganz genau. Ihr zu Hause könnt euch natürlich alles Mögliche an Bildern einfallen lassen, was ihr euch gegenseitig auf den Rücken malt. Und natürlich auch mehrere Personen hintereinander. Ich bin gespannt, was ihr für Ideen haben werdet. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich habe euch auch noch ein Spiel mitgebracht, und zwar eins meiner Lieblingsspiele, den Buchstabensalat. Keine Sorge, ist nicht zu essen. Ihr braucht dafür nur ein paar Blätter und einen Stift und ein Wort, das euch gefällt oder was euch gerade einfällt. Das wird dann immer nicht auf ein Blatt geschrieben, sondern immer nur pro A4-Blatt ein Buchstabe. Dann verteilt ihr eure Blätter auf dem Boden. Ich habe das natürlich jetzt schon mal vorbereitet. Und Lisa, Philipp und Dan, die haben gleich eine Minute Zeit, um aus diesem Kuddelmuddel auf dem Boden, aus diesen Buchstaben, ein Wort herauszufinden. Ich bin ja mal gespannt. Noch seht ihr ziemlich entspannt aus, aber gleich wird's knifflig. Seid ihr denn bereit? Ja. Habt ihr noch eine Frage? Nee. Ihr könnt natürlich direkt mitraten. Und ich sag dann mal, auf die Plätze, fertig, los! Oh, eins fehlt. Zwei E sind nie nebeneinander. Sehr gut. Gitter. Ei. Ein Ei. Ein Eistee vielleicht? Nee. 50 Sekunden habt ihr noch. Eismeng. Ein Gei. Eis. Ein Geim. Geist. Geist. Guck mal, hier liegt schon fast. Und Geister. Geist. Das ist andersrum. Team. Team. Ah. Team. Team. Okay. Team. Team. Geist. Das passt. Ja. Aufhängen. Das aufhängen. Oh, hört sich gut an. Ich bin Zeit noch. 35 Sekunden. Oh, das schaffen wir locker. Ganz locker. Entspannt. Ja, wer hätte gewusst, dass ihr alle so gut Wäsche aufhängen könnt? Ruhig bleiben. Ja. 25. So. Geil. Gut aus. Sieht gut aus. Ah, ich mach das an. 20, 19, 18. Perfekt. Sehr gut. So, Philipp, willst du vorlesen? Was steht da? Teamgeist. Sehr gut, und das ist natürlich richtig. Und auch bei Kinder stark machen wird Teamgeist natürlich groß geschrieben, denn zusammen schafft man einfach mehr, wie man jetzt gesehen hat. Sehr gut. Wenn ihr Lust habt, das jetzt auch auszuprobieren, dann geht es einfach zu Hause reihum. Immer einer darf ein Wort aussuchen. Denkt dran, immer ein Buchstabe pro Blatt. Und dann kann's losgehen. Viel Spaß damit. So, wir kommen jetzt zu unserem Kinder-Starkmachen-Mitmach-Song. Und damit ihr gleich fleißig mittanzen könnt, erkläre ich euch als erstes mal die Bewegung. Die rechte Hand geht hoch, die linke Hand geht hinterher. Ihr klatscht mit beiden Händen auf die Knie und springt mit einem lauten Hey nach oben. Hey! Super. Danach geht's vier Schritte nach hinten, ganz leicht. Eins, zwei, drei, vier. Dann geht wieder die Hand nach oben, die zweite Hand geht hinterher. Ihr klatscht auf die Knie und springt mit einem lauten Hey nach vorne. Perfekt. Und dann noch einmal vier kleine Schritte nach hinten. Super. Das Ganze können wir jetzt mal ausprobieren, oder? Mit Musik. Seid ihr bereit? Ihr auch? Los geht's. Perfekt. Hey! So,
das hat doch schon mal super geklappt. Das war der Teil 1. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und da kommt dann auch noch der Text dazu. Ihr macht schon mal die Bewegung und ich gebe euch den Text rein. Seid ihr bereit? Ihr auch? Los geht's. Na, 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 na. Hey, starke Kids geben Gas. Na, 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 na. Hey, starke Kids haben Spaß. Na, 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 na. Hey, starke Kids machen mit. Na, 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 na. Hey, starke Kids sind der Hit. Super. Das war es leider jetzt schon mit dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr so super zu Hause im Wohnzimmer mitgemacht habt und ja, hoffentlich genauso wie wir viel Spaß hattet. Jetzt kommen wir zum großen Finale und sagen einfach mal Musik ab. Viel Spaß und bis bald. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.